Ja, hallo, mein Name ist Feride Cifci. Ich bin Gewerkschaftssekretärin beim Deutschen Gewerkschaftsbund in Ostwestfalen-Lippe. Wir haben heute diese Mahnwache, Aktionstag Hände hoch für Mietenstopp organisiert, weil wir gerade in der Bundesrepublik eine dramatische Lage haben in Bezug auf Wohnen. Einen sehr großen Teil, unverhältnismäßig großen Teil des Einkommens müssen Menschen in der Mittelschicht, aber auch in der sozioökonomischen Unterschicht für Mieten ausgeben. Immer mehr Wohnungen fallen aus der Sozialbindung und das ist ein dramatischer Zustand. Wohnen ist kein Luxus, sondern Wohnen ist ein Grundrecht und dafür fordern wir einen Mietenstopp von 6 Jahren, damit sich der Markt erholen kann und Menschen auch wieder menschenwürdig wohnen können. Und ich bedanke mich bei allen, die heute mitgemacht haben und ihre Position mitgeteilt und uns unterstützt haben. Aus der Sozialbindung heraus. Die Mieten steigen weiter, da die Wohnungen fehlen und immer mehr Menschen, vor allem Familien, müssen entweder wesentlich mehr bezahlen oder auf Randgebiete ausweichen oder lange Wege zur Arbeit in Kauf nehmen. Oft genug geht das dann nur mit dem Auto. In der Kampagne Mietenstopp fordert der DGB Bund und Länder auf, massiv in den Bau bezahlbarer Mietwohnungen zu investieren. Mindestens 6 Milliarden Euro sind notwendig, um jährlich den Bau von 100.000 Sozialwohnungen zu fördern. Wer eine Wohnung sucht, muss oft trotz Mietpreisbremse wesentlich mehr bezahlen. Gleichzeitig verknappen Spekulanten die Wohnungsnot, indem sie Grund und Boden. Der Bedarf für Familien mit Kindern, für ältere Leute, insbesondere für den Wohnraum 60 bis 90 Quadratmetern, ist riesengroß. Wir können die Nachfrage derzeit auf dem Wohnungsmarkt nicht decken. Und das ist nicht nur eine Frage in den Ballungsräumen, ist auch eine Frage. Ich denke, Olaf Kraner wird es gleich nochmal sagen, wie die Situation im Kreis Herford ist. Wir haben ja die Wohnraumbedarfsanalyse hier für den Kreis Herford gemacht. Ich bin sehr dankbar dafür. Und sie spiegelt genau das ab, was derzeit auch die Situation in Nordrhein-Westfalen ist. Also eins ist ganz klar, wir brauchen mehr Wohnungen, gerade vor dem Hintergrund, dass viele Wohnungen, öffentlich geförderte Wohnungen, Friedel Böse hat das angesprochen, aus der Mietpreisbindung herausfallen in den nächsten Jahren, in diesem Jahrzehnt, fallen die Hälfte der geförderten Wohnungen aus der Mietpreisbindung. Und was das heißt, dürfte dem einen oder anderen klar sein. Dann können die Mieten drastisch steigen. Und das überfordert die Mieterinnen und Mieter in Nordrhein-Westfalen.